Hallihallo, ich meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von The Long Dark. Ja, wir sind drei Folgen jetzt vom Staffelende und dem Projektende. Vor allen Dingen ist das ruhig ohne Wind. Man könnte ja fast meinen, es wäre irgendwas vorgefallen, weil es so ruhig ist. Ist es aber hoffentlich nicht. So, das essen wir mal schnell. Das trinken wir mal schnell. Und dann gehen wir vor allem mal ganz schnell raus in den Wald, denn wir brauchen Holz. Wir haben hier fast nichts. Ist der Nachteil hier vom Oh, wir haben kein Wasser in der Tasche. Ist auch gut. Der Nachteil vom Bauernhaus sind halt keine großartigen Baumgruppen in direkter Umgebung. Ich gehe mal hier hin. Irgendwo werden wir doch da zu den Bäumen kommen. Zumindest hoffe ich das jetzt gerade mal ganz stark. Da liegt Holz. Also kein vernünftiges Holz hier. Das sind nur so blöde Kackäste. In Anführungszeichen. Ah, das Wetter wird aber ein bisschen besser hier. Und knack, da ist er ab. Was haben wir denn hier für ein schönen Ast? Ein Tannenast. Ja, das sieht auch richtig aus wie ein Tannenast. Selten einen Tannenast gesehen, der weniger nach Tannenast aussieht als dieses Ding. Der Tannenast sieht natürlich jetzt ganz besonders viel anders aus. Egal, Tannenholz haben wir. Und Hauptsache entbrennt. Oder können wir noch ein bisschen Flintentraining machen? Wenn wir die Flinte denn mit hatten. Hab ich natürlich jetzt wieder vergessen. Ich habe natürlich jetzt auch keine Ahnung, wo wir hier gerade hinlaufen. Und werde mich dementsprechend wahrscheinlich gleich wieder verirren oder sowas. Also Rehe hat es ja hier wie Sand am Meer, muss man ja sagen. Was ist der Mann? Ich habe ein bisschen Hunger, muss ich sagen. Ich hoffe, ich befinde mich jetzt auf dem Rückweg. Ich glaube, das hier. Müsste besagte Richtung sein, wo wir wieder zum Bauernhof zurückkommen. Ich weiß es natürlich nicht.
Also nicht ganz genau. Aber. Voilà. Es war richtig. So. Wir haben jede Menge Holz jetzt hier in der Tasche. Ach ja, der hatte drei Zugänge, ne? Dieses Bauernhaus. Hier war ja auch noch einer. Genau, ich erinnere mich. Oh, passt nicht. Okay, wir müssen auf jeden Fall die Bücher loswerden hier. Die wiegen viel zu viel. Ich glaube nicht, dass wir das schaffen werden, die 200 Folgen voll zu kriegen, bis zum Staffelende. Bisschen blöd. Aber andersrum. Vielleicht habe ich dann noch mal eine Motivation, vielleicht auch noch mal eine dritte anzufangen. Vielleicht sogar vor dem Story Mode. Ja, Wasser brauchen wir gerade, ne? Ein bisschen. Na komm, gib Gummi. Wir haben doch nicht den ganzen Tag Zeit. Müsste eigentlich passen mit 5 Stunden. Fünf Litern. Selbstverständlicherweise. Jupp. Hat es. Sehr schön. Dann können wir hier erstmal wieder 4 Liter einlagern. Und bevor wir schlafen gehen, können wir dann... so ein altes Stück hier mit. Das ist 23% getrocknet erst, das ist echt gar nichts. Ja, ich weiß ja, dass du Hunger hast. Hab ich auch. Musst du durch jetzt. So, ein bisschen Tageslicht haben wir noch. 3 Stunden, um genau zu sein. Da können wir noch ein paar Sachen zerrödeln. So, die Jeans kann auch mal weg. Dann haben wir es, ne? Wolfspelzmantel, Kaninchenpelz, Fäustlinge, Rehlederhose. Ja. So, können wir 2 Stunden schlafen und danach nochmal 12 Stunden schlafen. Das ist, ey. Das ist gespenstisch. Man hört nur ein bisschen Wasser tropfen.
Kein Wind, kein Knarren der Dielen. Kein gar nichts. Ich muss auf jeden Fall Wasser mitnehmen. Wie gesagt, essen können wir ein bisschen ohne rumkriegen. Aber nicht. Ohne Wasser. Das geht dann zu schnell nach unten. Ich versuche es jetzt einfach mal, glaube ich, die nächsten zwei Folgen einfach mal durchzuziehen, dass wir noch so viele Folgen wie möglich hinkriegen. Viele Tage wie möglich hinkriegen. Ich bin schon ganz durcheinander, ich habe ganze Wirre im Kopf. Weil das aber nach 100% wahrscheinlich immer noch so lange braucht. Das ist schon fast ein bisschen traurig. Nämlich genau so. 40 Minuten noch. Es wäre eine Schande, wenn ich das jetzt verschwenden würde. Da können wir doch immer noch 1 Liter Wasser machen. Ach, und es wird mal wieder windig. Das ist schön. Ich habe mich schon vermisst, den Wind. So, ein bisschen was zu kauen nehmen wir dann auch mal mit, aber nicht viel, nur so ein Riegelchen. Das muss ja reichen. So, wir haben auf jeden Fall jetzt gerade Durst, also ein Schluck trinken, 6,62 Liter Wasser in der Tasche. Na, damit kommen wir auf jeden Fall ein bisschen. Können wir erstmal 7 Stunden schlafen. Durch. Ja, was erzähle ich jetzt gerade? Jetzt muss ich mir ja irgendwas überlegen, was ich erzählen kann, damit es nicht ganz so langweilig wird. 91 haben wir jetzt gerade mal. Wasser müssen wir auf jeden Fall trinken. Hunger ignorieren wir jetzt gerade mal. Ich könnte ein bisschen hier WhatsApp-Nachrichten vorlesen, das wäre ja auch mal was Spannendes. Weil ich glaube, dann kriege ich wieder Schläge, das möchte ich auch nicht unbedingt. Ich glaube, jetzt können wir mal ganz kurz ein bisschen was hier auftanken. Da haben wir auf jeden Fall jetzt ein bisschen was gespart. Wahrscheinlich nach den 12 Stunden bin ich schon wieder auf 100% oder so. Ja. Und es geht immer noch. Ich muss jetzt echt nur darauf achten, dass ich den immer schön bei Flüssigkeit halte. Sonst ist es nicht gut. Ich kann auch jetzt, ach, eigentlich kann ich doch jetzt nicht noch 2 volle Folgen lang nur das machen. Aber andersrum. Wenn man ans 200-Tage-Achievement dran will und das auch noch bis zur Folge 300, dann bleibt schon fast keine andere Möglichkeit mehr, als das zu machen. Und ich spiele so unglaublich ungern offscreen.
Auch wenn es nur um irgendwie Vorbereiten geht oder sowas. Hundertfünfundfünfzig Tage haben wir jetzt immerhin schon. Gemäß dem Fall, ich würde das jetzt wirklich durchziehen, wird es wahrscheinlich sogar passen. So, mit einem so ein Stück kriegen wir, ich glaube, zwei Tage hin oder sowas. Aber das werden wir auch in der nächsten Folge feststellen. Ich schlafe jetzt hier nochmal ganz kurz eben und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dankeschön fürs Zuschauen. Nicht vergessen, abonnieren, wenn es noch nicht passiert ist. Und auch gerne liken und weiterempfehlen. Bis dahin alles Gute reingehauen und ciao.